Los geht's. So, ich bin gebeten worden, noch mal was zu dem zweiten Schritt zu sagen. Wir hatten gestern eine Zusammenkunft in Kamenz. Dort haben wir den ersten Schritt gemacht, behandelt, im Prinzip die Grundlagen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es denn weiter, wenn wir also uns darüber im Klaren sind, dass der Verweser der Vertreter des Staates ist. Ich fasse es noch mal kurz zusammen, was die Eckpunkte sind, damit wir das verstehen. Der Kaiser hat in einer besonderen Verfügung sich vorbehalten, den Ersten Weltkrieg selbst zu beenden. Und zwar gibt es eine Verfügung über die Auflassung. Und in dieser Verfügung über die Auflassung steht, dass er sich vorbehält, für die Beendigung des Krieges eine Verfügung zu machen. Und hat das Gesetz über die Auflassung auf 2 Jahre befristet. Und nachdem das Gesetz aufgelaufen ist, also sozusagen das Chaos also während des Krieges sozusagen wurde durch das Gesetz geregelt, danach wurde das Gesetz nach 2 Jahren beendet. Und die Verfügung über die Beendung des Krieges hat er sich selber vorbehalten. Und dann wissen wir, was passiert ist. Am 28.10.1918 ist Max von Baden auf die Vorschläge der, ich sag mal, Weimarer Republik Befürworter kommissarisch als Reichsverweser eingesetzt worden. So, und dieser Vorgang ist aber ungültig, weil ein Verweser muss immer direkt vom Volk gewählt sein. Und zwar deswegen, weil er eine gesetzgeberische Kompetenz hat. Und da das Kaiserreich von unten nach oben existiert, also der Bürgermeister verwaltet die Gemeinde, über den Bürgermeister gibt es dann den vom Bundesstaat, der dann sozusagen der Verweser ist, und dann gibt es in dem Staatenbund den Reichsverweser. Und der wurde immer vom Königreich Preußen bestimmt, weil das das größte Flächenland ist und weil es traditionell dort war und auch der Regierungssitz in den Bereich von Königreich Preußen reinfiel. Also das war Potsdam und Berlin. So, und demzufolge haben die dann auch den Reichsverweser gestellt. Der Reichsverweser ist aber nicht zwingend ein Staatsgebilde, weil ein Staatenbund, in dem die Staaten Mitglieder sind, muss nicht zwingend selbst ein Staat sein. Das ist in vielen Ländern nicht so. Aber viele Länder haben einen Staatsaufbau, der ähnlich ist wie der von Brasilien. Und Brasilien hat es geschafft, eine Musterlösung zu schaffen, indem man die widerstreitenden Dinge, dass eine Nichtregierungsorganisation die Verwaltung macht und der Staat die Leitlinien der Politik bestimmt, ein ziemlich modernes Modell geschaffen, was es möglich macht, dieses eigentlich unregierbare Land, man muss sich ja vorstellen, ein Flächenland aus Wald, in dem im Prinzip in den Urwäldern die Leute leben und irgendwie regiert werden muss, weil dort sonst Chaos ist oder die Banden dort das Land plündern. Und dort gibt es sozusagen die Regierung, die Leitlinien der Politik bestimmt und eine Firma, die die Ausweise ausstellt, die Steuererklärung entgegennimmt, die ganze EDV macht, die Polizei anleitet und schult und auch die Sicherheitskräfte und so weiter. Und das hält, und das aber eben unter den Leitlinien, in den engen Leitlinien, die die Politik vorgibt. Und das ist eigentlich das, was die Weimarer Republik gewollt hat, aber missbraucht hat. Im Prinzip ist ja der Ansatz der Weimarer Republik nicht schlecht, weil die Verwaltung eines Staates sollte schon in einem geordneten demokratischen Umfeld passieren. Und es sollte auch eine Subsidiarität sein, also dass der Bürgermeister die Geschicke des Landes auch bestimmt und voranbringt. Die Idee ist nicht schlecht, aber die Weimarer Republik wurde ja dazu missbraucht, um den Versailler Vertrag durchzudrücken. Weil Max von Baden wurde dann in Frankreich dazu genötigt, kann man ja nicht anders sagen, den Friedensvertrag zu unterschreiben, obwohl er wusste, dass die kaiserliche Verfügung ihm das nicht erlaubte. Und aufgrund des Friedensvertrages haben sie dort den Versailler Vertrag eingehängt, der als Folge dessen dazu geführt hat, dass die Weimarer Republik enorm hohe Reparationskosten bezahlen musste. Und deswegen hatten wir eben dort in den Jahren von 1918 bis 1933 die eine Rezession nach der anderen, wo man dann für 1 Milliarde ein Boot gekriegt hat. Ja, weil die Geldmenge ins Uferlose auswuchs und wer mal solche Inflationsgeld gesehen hat, das war also besseres Klopapier, teilweise auch nur mit einem, ja, mit primitivsten Mitteln gedruckt. Weil so, und das wird man eben gerne vermeiden wollen. Weil der Kaiser hat sich was dabei gedacht. Viele sagen, ja, na, der hat ja eine Abdankungsurkunde unterschrieben. Da muss man sich das Ding mal genau angucken. Also, der hat immer im Prinzip so einen Schnörkel gemacht und oben in dem Schnörkel hat er immer reingeschrieben IR, Imperator Rex. Und das ist sozusagen, unterschreibt er als König und Kaiser. Und wenn das fehlt, unterschreibt er als Privatmann.
Warum macht ein Kaiser, wenn er eine Abdankungsurkunde schreibt, eine auf privat? Er muss es ja als Kaiser erklären, dass er zurücktritt. Da muss man sich darüber nachdenken, warum und wieso und welche Umstände dazu geführt haben, dass er genau diese Urkunde anders unterzeichnet hat, wie alles andere vorneweg. Eine Möglichkeit wäre, er hat sich im Urlaub wohl gefühlt, hat gesagt, na, ist ja schick und dann mache ich es mal ein bisschen anders. Oder sie haben ihn mit Waffengewalt dazu gezwungen. Und es gibt also historische Berichte, die belegen, dass sie dem hinterhergefahren sind und ihn genötigt haben, die Abdankungsurkunde zu unterschreiben, damit der Friedensvertrag, den Max von Baden unterschrieben hat, ohne die Erlaubnis vom Kaiser einzuholen, eine Wirksamkeit erreicht. Weil sonst hätte Rothschild nämlich hier nicht reinfinden können. So, und da kann man sich drüber streiten, ob das nun so ist oder nicht. Die kaiserliche Verfügung hat der Kaiser jedenfalls nicht zurückgenommen. Und das hat er bis in die 60er Jahre, wo dann irgendwann gestorben war, auch immer wieder aufrechterhalten. Das heißt, wenn die kaiserliche Verfügung steht, hat er also auch nicht abgedankt, weil sonst macht die ja keinen Sinn. Logisch, ne? So, die nächste Geschichte ist, wenn die Bundesrepublik, die das Wissen hat, weil die hat ja alles von der Weimarer Republik geerbt, auch die Geheimdokumente der Logen, weil Weimarer Republik ist nichts anderes als eine Logenorganisation. Und zwar, weil sie im Zirkus Busch gegründet worden ist und die Maske typisches Mittel des Zirkuses ist. Also den Schuldigen, den Notar, der den ganzen Mist verbockt hat, vor einer Verfolgung zu schützen. Und dieser ganze Mist mit diesem Handel, also dass man normale Leute nach Bismarcker Verfassung, wo also dass man jemand zu einer Sache erklären konnte, illegal war, weil Bismarck hat gesagt, es gibt keinen bürgerlichen Tod, und das hat er auch in dem staatlichen BGB festgeschrieben, was die Katharina die Große mal verfasst hatte. Und das ist später aufgeweicht worden, weil die gesagt haben, na, die Industriellen, die wollen das Volk mehr knechten, um noch mehr rauszuholen. Ne? Es sollte also nicht auf einen ordentlichen Gemeinwohl aufgebaut sein, sondern durch Unterdrückung von oben und durch immer mehr Steuern und immer mehr Steuern. Es ging ja am Anfang nur um 10%. Während des Bauernaufstandes ging es nur um 10% Abgaben, nämlich einen Zehnten, was die Kirche den Bauern abgepresst haben. Und so haben die eben in ihrem Dorf zusammengewirkt und haben untereinander Handel getrieben, sodass dort keiner Hunger hatte. Und erst durch die schlechten hygienischen Bedingungen damals, durch die Pest und das ganze Zeug, was da entstanden ist, kommt es zu einer wirklichen Not. Ansonsten redet man immer von der guten alten Zeit. Und diese gute alte Zeit hat es auch um 1800 rum gegeben. Und dann gab es nochmal so eine Phase um 1900, wo es dem deutschen Volk wirklich gut ging. Und das war vielen anderen Völkern ein Dorn im Auge. Und wenn man sich die Ausarbeitung von Landmann anguckt, der hat nämlich festgestellt, ich kann Altdeutsch, aber wenn ich das alte Maya-Schriften angucke, das sieht auch aus wie Altdeutsch, kann das direkt lesen. Und da hat er festgestellt, dass die ganzen alten Kulturen überall, also diese verschlungenen Mäander, im Prinzip Buchstaben nach altdeutschem Alphabet sind. Und da kann man auf den Gedanken kommen, dass irgendein Volk hier auf der Erde das den Deutschen geneidet hat und dem deutschen Volk einen Krieg erklärt hat, um sich selber zum erwählten Volk zu erklären. Und das hat der Willard, also in dem Willard-Hotel, dieser Benjamin Friedmann, dann auch bestätigt. Er hat also 1961 einen Vortrag gehalten, was denn nur wirklich mit dem Ersten Weltkrieg los ist. Und solange wie der Erste Weltkrieg läuft, ist die HLKO die Rechtsordnung, die gilt. So, mit Anfang des Krieges hat die HLKO eingesetzt, aber der Kaiser hat immer noch Verfügung machen können. Er konnte die machen bis zum 27.10. Und mir hat gestern einer bestätigt, dass am 27.10. nochmal eine Verfügung gekommen ist. Und dann erst am 28. hat der Max von Baden durch Selbstermächtigung die Geschäfte übernommen und hat seine Nichtlegitimation an Friedrich Ebert und die anderen, die danach gekommen sind, übertragen. Und da niemand mehr Legitimation übertragen kann, als er selbst hat, ist also bis in die heutige Bundesrepublik fortgesetzt eine Nichtlegitimation immer weiter vererbt worden. Und dann sagen die, na, wir haben das doch 100 Jahre gemacht, funktioniert doch wunderbar, es geht doch allen wunderbar. Ja, das ist das, was Merkel macht. So, was wollt ihr denn alle? Ihr seid doch alle glücklich. Das geht aber nur so lange, bis die Schulden, die die Bundesrepublik aufgehäuft hat, dazu führen, dass das Rating abgestuft wird. Weil dann haben wir nämlich das Problem, dass die Zinsen schneller laufen, als das, wie man arbeiten kann. Und wenn man jetzt schon ein Zinsaufkommen und Steueraufkommen haben, was so 79% unserer Arbeitskraft ist, weil nämlich in jedem einzelnen Ding wieder Steuer drin steckt, wie in einer Matroschka. Also nicht, wir reden ja nicht um 10% Zehnten, der für das Gemeinwohl halt nur da ist, sondern wir reden um so viel, dass wir im Prinzip nur noch arbeiten, um Zinsen zu erwirtschaften. Das ist im Prinzip das Bruttosozialprodukt. Der Bundesrepublik sind Sklaven und Zinsen. Und nichts anderes produzieren wir. Alles andere ist nur Bespaßung, Besatzerbespaßung.
Guckt euch das Nachmittagsprogramm an. So, und jetzt haben sie im Prinzip alle Sender zusammengelegt. Im Prinzip brauchst du den Kanalwähler gar nicht mehr. Du kannst eigentlich ein Programm angucken und verpasst nichts mehr. So, und so kann es doch nicht weitergehen. Und das Volk wird systematisch verdummt und die eigentlich wichtigen Sachen kommen überhaupt nicht mehr. Die sind komplett aus der Wahrnehmung ausgeblendet. Wie können wir die Situation klären? Ich vergleiche es immer mit einem Straßenbahnzug, wo der Straßenbahnführer erschossen wurde. Was brauchst du? Musst du eine neue Straßenbahn bauen, damit es weitergeht? Nein, du musst den Führer ersetzen. Du brauchst einen neuen Straßenbahnführer, dann schießt er auf und fährt los. Du musst keine neue Straßenbahn erfinden, du musst auch keine neuen Gleise legen. Alles, was wir machen müssen, ist einen Verweser wählen, der sich reinsetzt und losfährt. So, dass das natürlich eine gefährliche Geschichte ist, ist klar. Und das ist auch denen klar gewesen, die den Staat weggekloppt haben. Weil du musst jemanden finden, der wirklich das Volk freisetzen will. Und der nicht im Reichskanzlermodus ist. Weil der Reichskanzler ist im Prinzip der Geschäftsführer von einer Verwaltungsfirma. Aber die hatten ja in die Politik reinzureden. Weil die Vernetzung zwischen wirtschaftlichen Interessen, weil wenn ich darüber entscheiden kann, ob die Autobahn gebaut wird oder die Straße gebaut wird, ist natürlich ein wirtschaftliches Interesse da. Und wenn ich das mit der Politik verheirate, erfülle ich Mussolinis Definition vom Faschismus. Und das brauchen wir nicht. Ja? Die Leitlinien der Politik, was ist für den Ort gut? Braucht er eine Umgehungsstraße oder ist sie eher schlecht, weil der Verkehr um das Dorf rumfließt? Und dann haben wir den Effekt der Route 66, dass die Dörfer verweisen. Ja, die fahren dann alle auf der Interstate und dann hinten ist überall der Gammel links und rechts. Und heute hat mir einer gesagt, es lohnt sich nicht mehr, diese Route 66 runterzufahren, das ist nur noch alter Gammel. So, außer ein paar Leute, die so die roten Augen haben und dann mit der Harley da drunter fahren wollen. Aber das ist ja nur eine Sinn und Sektor der Sache gewesen. Die wollten einfach nur nachts ruhig schlafen und keine LKWs durchs Dorf donnern. Also muss man irgendeine Lösung finden, die gut ist und clever ist. Halbe Stunde habe ich. Ein eingehender Anruf, gut, okay. Das macht nichts. So, und jetzt ist die Frage, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Der richtige, saubere Weg für eine Verweserwahl ist, dass die Benutzung der Siegel durch ein Referendum erlaubt werden muss. Es reicht also nicht, wenn man eine Gemeinde aktiviert, indem man sich wie ein Verein versammelt und sagt, wir aktivieren jetzt die Gemeinde, weil zu der Gemeinde natürlich die Exekutive fällt. Also die es dann wirklich machen. Wer schützt denn dann den Bürgermeister, wenn die Helden der Nacht um die Ecke kommen? Keiner. Dann ballern sie weg. Dann holen sie weg, wie wir es heute auch erlebt haben, dass sie wieder Leute festnehmen wollten mit irgendwelchen Scheinhafterteilen. Ist ja immer das Gleiche. So, wer legitimiert denn? Die Weimarer Republik darf nur handeln im Notstandsrecht des Kaisers. Und für die Wahl eines Notstandsleiters gibt es keine gesetzliche Vorschrift. Ich habe noch nicht gesehen, dass wenn zwei Autos frontal zusammengestoßen sind, dass es eine Entscheidung über drei Wahlgänge mit einer Ausschreibung von Kandidaten gegeben hat, wer denn nun den Verletzten hilft. Sondern es ist auch mal so gewesen, dass der eine ausgestiegen ist, hat einen Sonnenkasten geholt und hat den erst noch versorgt. Das ist der Notstandsleiter und der hat alle weggeschickt, die einfach nur gegafft haben und nicht mitgeholfen haben. Wir brauchen hier Platz, wir müssen das ordnen. Das ist Notstandsrecht. Und hinterher hat dann irgendeiner entschieden, wer ist an dem Mist schuld gewesen und wer hat die Kosten für den ganzen Rotz zu tragen. Das ist der Verweser, nämlich der den Unfall aufnimmt. So, und so funktioniert das auch wie im Kleinen, funktioniert auch im Großen. Dafür gab es einen Verweser, der gesagt hat, na das Gesetz, was wir hier haben, das ist eigentlich kontraproduktiv. Alles, was das tut, ist einfach nur Chaos anrichten, also weg das Gesetz. Und dann sagt er sich, hier ist Chaos, hier müssen wir das ordnen. Ein paar tun sich einen Großteil des erwirtschafteten Volksvermögens an sich reißen und die anderen arbeiten sich blöde und haben nichts von ihrer Arbeit. So, und das ist das ordnende Prinzip. Es muss maßvoll passieren und es darf keiner in einer Gemeinschaft darunter leiden. Und wenn wir weiter zurückgehen, also immer weiter zurück, kommen wir irgendwann mal an den Punkt des Teutoburger Walds, also wo die germanische Völkergemeinschaft das römische Sklavenheer besiegt hat. So. Und da haben die alle platt gehauen, die Wikinger haben ein bisschen mitgemischt und danach haben die ihren Bestand, also ihr germanisches Reich, wieder gesichert und haben gesagt, ihr könnt alle gerne mitsiedeln, aber wer hier Zoff macht und wer hier ausbeutet, der hat ja kein Bleiberecht. So. Und da kann man natürlich, wenn man in England sitzt, wo das ja nicht gilt, wo immer noch das römische Sklavenhalterrecht herrscht, hier in Deutschland nicht reinregieren, weil man ja sofort das Bleiberecht verliert, wenn man anfängt, ihn hier auszubeuten und zu knechten. Und aus diesem Grund gibt es das Personalstatut, was nämlich das römische Recht einhängt. Das ist das, was die Juristen im ersten Semester lernen, nichts anderes. Wie knechtet man mit Formulierungen Leute, die ihr Recht wollen, dass sie eben vor Gericht kein Recht kriegen? Der Richter und der Staatsanwalt und die zwei werden sich einig, wie man
wie die Dreier am besten Geld verdienen. Und dann wird das Urteil gesprochen, da interessiert die eigentlich Beteiligten, die den Streit klären wollen, am Ende nicht wirklich. Weil die kriegen ja nicht mehr ein Urteil, die kriegen nur eine Rechnung. So, und so kann es nicht sein. Der Richter wird ja gewählt durch den gewählten Souverän. Der setzt eine Wahl an und dann tut das Volk den Richter und den Amtmann und den, ja, die Bediensteten wählen. Das ist in jeder kleinen Gemeinde, ist das immer nach der Wahl des Bürgermeisters werden die ganzen Bediensteten gewählt. Weil der sucht sich natürlich die Leute aus, schlägt sie vor und dann lässt er das durchwählen, immer direkt vom Volk. So, und hier in der Bundesrepublik ist es nicht so. Ich habe noch nie einen Wahlzettel in der Hand gehabt, wo der Herr Gauck drauf gestanden hat, der das ganze Unheil unterschreibt. Auch die Frau Merkel, habe ich noch nicht direkt wählen können. Ich würde sie auch nicht wählen. Aber prinzipiell, ne, wird vom Bundestag einfach eingesetzt. Oder der Bundeswahlleiter. Wie kann denn eine Partei einen Bundeswahlleiter bestimmen? Das ist doch Befangenheit. Anders ist es doch nicht. Bundeswahlkommission besteht nur aus Parteisoldaten. Die entscheiden immer nur zugunsten ihrer Mandate. Und die brechen sogar recht. Weil es steht ja drin, also das Verfahren bestimmt die ZBO. In der Europawahl hat der Bundeswahlleiter schon gesagt, über mir ist nur der Himmel. Und ich halte mich an Recht und Gesetz. Das hat er nicht gemacht. Da hatten wir mindestens die Europawahlordnung § 6 eingehalten. Die deutsche Staatsangehörigkeit, die muss er uns erst mal bringen. Die kann keiner haben, weil Hitler kein Verweser war. Das Ermächtigungsgesetz ist ungültig. Damit hat Hitler keine Verwesereigenschaft. Also kann er das Staatsangehörigkeitsgesetz nicht ändern. Aus dem Haus. Also gilt, was davor galt. Das Rustag. Und aus dem Grund hat die Bundesrepublik auch das Rustag noch behalten. Die haben nämlich das Ausfertigungsdatum vom 22.07.1913 immer noch drin. Da fragt man sich, warum hat denn die Bundesrepublik bei ihrer Gründung kein Datum reingeschrieben nach ihrer Gründung? Weil das Staatsangehörigkeitsgesetz ist ja die Gründung des Staates. Das beschreibt den Staat. Und wenn da drin steht, es ist der Kaiser gewesen, dann würde ich mal bezweifeln, dass der Frau Merkel mit dem Kaiser zusammen auf dem Boot das Staatsangehörigkeitsgesetz ausgefertigt hat. Hat sie nicht. Und wenn sie kein Verweser war, kann sie das bestehende Gesetz auch nicht ändern. Weil ich habe immer, wenn ich irgendeine Wahl gesehen habe, immer ein Frauenwahlrecht gehabt. Und sobald du Frauenwahlrecht gehabt hast, hast du keine staatliche Wahl. Weil die Frauen durften im Kaiserreich nicht mitwählen. Warum das so ist, kann man sich überlegen. Heute sind es 8% der Frauen, die in politischen Blocks aktiv sind. Der Rest sind Männer. Damals werden es weniger gewesen sein. Weil es ist eine seltene Ausnahme gewesen. Katharina die Große, wen gab es noch? Jeanne d'Arc. Da fallen bestimmt noch mal ein, aber es ist doch nicht eine Masse. Es ist 1 oder 10% gewesen. In der damaligen Zeit haben die gesagt, wir wollen nicht, dass politische Entscheidungen rein aus dem Gefühl getroffen werden, sondern es soll in einer altbewährten Weise, weil es eben immer gut ging, bis es eben dann mal gescheitert ist, weil der Kaiser eben seinen Verwaltungsaufgaben nicht mehr richtig nachkam. So, und da ist der Streit entstanden, beziehungsweise da wurde auch geschürt. Da haben die Leute angestochen, hier, wir können das alles anders machen. Wir führen euch mal im Zirkus vor, wie das geht. Und dann haben die den Zirkus einfach nur ausgeweitet. Alles, was sie gemacht haben, ist aus der Zirkusveranstaltung im Zirkusbusch einen zu machen, der ganz Europa umfasst. Und am Ende drehen sie alle nur noch am Rad. Jeder glaubt an den Staat, der gar nicht existiert. Wird einfach gemacht. Und wenn du was sagst, dass das nicht in Ordnung ist und dass das nicht recht ist, dann sagen die, du hast recht, aber wir haben die Waffen. So ist es überall. Und dann stellt sich ein Herr Juncker hin und sagt, wir stellen einfach mal was in den Raum. Und wenn kein großes Geschrei gibt, dann machen wir das einfach und machen wir so lange, bis es kein Zurück mehr gibt. Das ist die Demokratie, die Europäische Union uns oft drängeln will. Und das ist nichts anderes als Raubrittertum. Private rauben. Ich raub was, du raubst was, wir hauen uns gegenseitig nicht die Rübe ein und alles funktioniert wunderbar. Das ist aber kein Recht, das hat doch nichts mit einer staatlichen Ordnung zu tun. Und wenn der Herr Maurer von den Linken sagt, nein, wir haben ja so eine staatliche Ordnung, die recht und schlecht funktioniert, nee, kann ich nicht sagen. Es gibt überhaupt keine funktionierende Justiz. Wollte alle nicht unterschreiben. Ich krieg nur Scheinurteile auf den Tisch, wenn mir irgendjemand was vorliegt. Hier habe ich wieder eine GEZ-Wendung. Das Haus ist weg, das Auto ist weg, die Frau rennt fort, weil die kann das nicht. Und so, das ist doch keine Rechtsprechung. So, das heißt, wir müssen das BAD-System auf den Grund zurückführen, wo es ist. Es ist einfach nur eine Verwaltung, aber die ist wild geworden, die ist entartet. Die macht nicht das, was in ihren eigenen Gesetzen steht, obwohl die eigenen Gesetze auch nicht die staatlichen sind. Die brauchen klare Vorgaben. Du hast das und das und das dem und dem zu gestatten. Nämlich ordentliche Rente zahlen, weil bis jetzt hat man ja noch keinen Haushaltsplan. Man hat dann der Kaiser das letzte Mal einen Haushaltsplan gemacht. Der letzte ist von 1917. Ich würde mal sagen, eine Rentenanpassung wäre mehr als überfällig. Weil wie soll man denn mit 380 Euro leben können? Geht ja gar nicht. Das Rentenkonto hat seit 1917 überhaupt keiner angefasst, weil es keiner darf.
Das liegt Stapel zwischen in der Schweiz. Die kommen dann immer mit der Heugabel und wenden das. Und weil das immer mehr wird, sagt die Merkel, na, da geben wir das doch den Asylanten. Das sind die ganzen Millionen, die sie ja austeilen. Das ist von der Schweiz herüber geschafft. Deswegen hat die Schweiz auch den Pack gemacht, damit sie genug Euros haben. Und keinen anderen Grund gibt es dafür. Die Schweizer werden verrückt. Warum macht man denn einen Umtauschkurs von 1,20, wenn der Schweizer Franken bei 1,6 oder noch krasser stehen würde? Macht keinen Sinn. Ach ja, halbe Stunde? Mach grad kurz weg.